So, nochmal jetzt der zweite Teil. Division mit Resten, ne? Weshalb wir das so schreiben, das brauchen wir nämlich später. Ne? Die Frage war ja, wozu? Na, für die Probe ist die eine Sache, aber wozu man das wirklich, diese Fähigkeit zu dividieren, wirklich braucht, ist Polynomdivision. Wenn ich zum Beispiel diesen Term durch diesen blauen teile, dann kommt raus x plus 3 plus, ne, 2 durch x plus 3. Der Rest wird nämlich hier mathematisch korrekt angegeben. Nicht Rest 2. Macht man nicht. Nochmal das Beispiel, was ich vorhin auch so ähnlich gerechnet habe. Wenn ich das 121 durch 21 teile, kommt raus 5 plus 16 21stel. Keine Angst vor Bruchrechnung. Polynomdivision gibt es hier einen Link. Bruchrechnung gibt es hier einen Link. Einfach mal gucken, wer das nicht mehr weiß. Und jetzt mal aus Spaß, ich kann eine Polynomdivision auch mal mit Zahlen erledigen. Einfach so mit Zahlen. Und siehe da, das kommt auch raus. Probiert es mal aus, ist einfach Blödsinn. Und wenn ich jetzt 5 plus 16 21stel wieder mit 21 multipliziere, um rauszukriegen, ob das stimmt, ja, dann gucken wir uns das mal an. Dann sage ich, okay, 5 mal 21 ist 105 und dann 16 21stel mal 21 ist 21 mal 16 21stel. Nebenbei, hier kann man kürzen, ne? 21 und 21 rausgekürzt, dann bleibt 105 plus 16 und 105 plus 16, naja, dann sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Das ist 121 und dann stimmt das wieder. Wie gesagt, das ist der Ausblick, weshalb wir das jetzt neu, also besser hinschreiben mit dem Rest und nicht mehr einfach Rest 1 oder Rest dies und das. Nebenbei, wenn ich mal, ich habe dann mal ganz schnell ausgerechnet, mit der Polynommultiplikation mal auf diese Art, die kennt wahrscheinlich kaum jemand, haben wir uns mal Gedanken gemacht, geht wunderbar. Zack, 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 kriegt man das auch noch hin. Habe ich auch noch mal einen Link hierzu angefügt. Aber das zu dieser Restdivision. Nicht jetzt mit Modulo-Divisionen verwechseln. Modulo-Division bringt nur den Rest raus. Ne? Das ist was ganz anderes. Da geht es dann vor allem in der EDV drum. Und jetzt hier zum Schluss erscheinen noch mal ein paar Links dazu, vielleicht oder einer oder zwei. Macht euch da noch einen schönen Nachmittag oder was auch immer. Weiterbilden schadet nicht. Bis jetzt hat es noch niemandem geschadet. Die meisten freuen sich. Macht's gut. Tschüss.